Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles mit Heinrich und Mathilde irgendwo. Ja, Hallöchen. Ja. Ja, was hast du letztes Mal gemacht? Ich habe mir auch das Video nicht angeguckt. Ich habe so ein bisschen Allgemeines hin und ich habe hier sehr viel in der Basis hin und her geräumt, so ein bisschen was vorbereitet, ein bisschen an gehärteten Leder gearbeitet. Das ist ja so ein Dauerbrenner. So, jetzt habe ich hier eine neue Kiste aufgestellt für Pfeile. Eine Pfeilkiste? Ja. Ich fand, dass die mir ein bisschen zu viel Platz in der Waffenkiste wegnehmen. Ja. Ah, wie stark. Du weißt, dass da mal ein Fenster war, ne? Theoretisch, oh, damit man durchgucken könnte. Hinter, oh, ne? Also, ne? Oh. Man hätte sie auch so seitlich in den Raum packen können hier so. Hätte ich machen können. Eine schöne Kistenreihe. Ist egal, jetzt haben wir es. Ich brauche Pfeile. Was sind das da? Ich brauche Eisenkopf habe ich. Ich nehme mal so 130. Wie viel, Alter? Wie viel Pfeile haben wir denn, ey? Ich habe letzte Runde mal ein bisschen was gemacht, ne? Fein, fein, fein hast das gemacht. Ich weiß. Was steht denn für heute an? Ja, also, was wir machen müssen. Müssen. Ich bin dabei, uns schöne, schöne Rüstungen zu machen. Ich habe nämlich gesehen, dass von dem Schutz die cimmerische Rüstung, wie sie zum Beispiel Schlepperella trägt, bietet in der außergewöhnlichen Version definitiv mehr Schutz als unsere Fellrüstungen. Dann habe ich angefangen, Rüstungen der lautlosen Legion zu bauen, aber da hatte ich dann eben das Problem, dass ich den limitierenden Faktor gehärtetes Leder hatte. Habe dann nochmal ein bisschen starkes Leder geholt, also ich habe ein bisschen Nashörner gejagt, ich habe so gut es geht alchemistische Grundsubstanz hergestellt, habe ein bisschen Öl in Auftrag gegeben. Ja, viel hin und her geräumt eben. Du hast, glaube ich, meine Frage nicht beantwortet. Ach, was wir machen wollen, ne? Ja. Ja, also, was wir machen können. Wir können in der namenlosen Stadt auf hier Fragment... Machtfragmentjagd gehen, weil da gibt es wohl noch ganz viele tolle Knüppel als Rezepte zu lernen. Da hatte einer, ich glaube Mickey war es oder Ulrich, ich bin jetzt gerade nicht sicher, wer von beiden es war, haben gesagt, da gibt es einen Knüppel, wenn du den haben willst, willst du sofort in die Kneipe und eine Schlägerei anfangen. Ich weiß nicht, ich meine schon... Den müssen wir bauen mit diesen Machtfragmenten, ja? Genau. Die können wir entweder essen für Talentpunkte oder eben gegen Schemata eintauschen. Das können wir machen. Wir müssten nochmal in das Labyrinth von Jebal Zak, weil wir da noch die eine Religion haben, die wir beide lernen wollten. Dazu kommt, dass wir bald keine Schattenblüten mehr haben, weil wir die ja für tolles Futter machen. Wobei ich den Eindruck habe, so geil ist das Futter nicht. Die erste Kieselnase, die ich in unseren Ferch gegeben habe, da habe ich ganz normalen Goldstaub gegeben. Die ist eine Goldnase geworden. Und alle anderen danach haben dieses schattengewürzte Super-Goldstaub-Zeug bekommen. Es sind alles stinknormale Steinnasen geworden. Ich habe, glaube ich, einfach Pech. Keine Ahnung. Also die letzten beiden, die ich da reingepackt habe, sind auch wieder Steinnasen geworden. Ach ja, das habe ich auch noch letzte Folge gemacht. Oh, wir mehr Steinnasen. Wir haben ganz viele Steinnasen. Ja. Oh Gott, ich bin überladen mit einer Steinnase. Genau, aber das sind so die Sachen, die wir machen können. Ich wollte die Steinnase aufstellen. Draußen. Willst keine Steinnasen drin haben? Oh, die sterben auch irgendwann. Ja, klar. In 167 Tagen.
Ist es eine tote Steinnase? Jeder muss mal sterben. Solange die Sklaven nicht sterben, ist mir das Wumpe. Hier, geh mal in die Ecke, dich schämen. Ach ja, für unsere Cimmeria-Ausrüstung haben wir schon zwei Schulterplatten, einen Helm. Ich mache gerade Gamaschen. Dann haben wir wieder kein Leder. Also die Jebal-Jack-Geschichte, ich glaube, das wird dann wieder so eine Doppelfolge, weil in einem Zug, glaube ich, sind wir nicht durchgekommen. Da würde ich eher was... Doch, Jebal-Jack haben wir, glaube ich, in einer Folge gehabt. Das wäre ja das Labyrinth, wo wir da diesen Trank der Mitternacht trinken müssen. Und den müssten wir uns noch nicht einmal von dem Werwolf neu kaufen, weil wir hatten das ja schon mal gemacht und da müssten tatsächlich noch zwei in unserer Getränkkiste sein. Mhm. Sogar drei. Ach nee, das ist die Untotengeschichte. Irgendwo habe ich den aber gesehen. Kann ich dir nicht sagen. Wir hatten die noch irgendwo. Ich weiß das. Oh, nicht, dass die schlecht geworden sind. Die Tränke? Das kann sein. Ich weiß nur nicht mehr, was der haben wollte. Ich glaube, der wollte Wildfleisch dafür haben. Ja, stimmt. Wir haben da die Skorpione. Da sind die Skorpione um die Ecke. Wir hatten die Skorpione getötet. Hier sind ja auch noch zwei Machtfragmente. Also wir haben noch fünf Machtfragmente sogar. Aber ich glaube, die kann ich auch gebrauchen, um... Ja, ich brauche auch Machtfragmente für meine Untotenarmee. Außer du gibst mir hier untote Hyänenköpfe oder Kappa und Totenköpfe oder Monstruität Totenköpfe. Die kann ich alle gebrauchen. Habe ich gerade nicht vorhanden. Ich meine nur. Oder warte mal, vielleicht können wir auch diesen Trank der Mitternacht selber herstellen? Wäre ja auch zu schön gewesen. Ich war mir echt sicher, dass wir den noch irgendwo hatten. Oh, wir haben ein violettes Heilmittel. Oh, ich habe mal ein violettes Heilmittel irgendwann gemacht. Schau einer an. Das ist ein violetter Trank, der alle Gebrechen heilt. Ja, oder wir haben ihn einfach so. Hier war er drin. Ah, nee, wir können den Trank der Winternacht herstellen. Hahaha, wir brauchen nur mit Wasser gefüllte Glasflaschen. Haben wir da nicht einen Haufen? Boah, müssen nur rausfinden, wo. Ansonsten haben wir auch noch Glasflaschen. Ha, da habe ich sogar noch vier. Ta-da-da-da! Gab's da Skelette? Nee, ne? Nö. Na. Ha, es reicht genau, um zwei herzustellen. Ah, da gab's doch bestimmt Tiere oder so ein Scheiß, ne? Jawollo. Dann müssen wir was zum Enthaupten mitnehmen, ne? Heute meine ich Enthaupten. Ich habe ein Häutemesser dabei. Gut, ich habe nur so ein Stahlabhäutemesser. Das habe ich auch. Als besseres habe ich nicht. Nee, ich habe gehärtetes Stahlabhäutemesser, da nehme ich mir noch ein bisschen gehärteten Stahl mit. Nicht hier. Ah ne, ich brauche nur ein geformtes Holz dafür. Okay. Naja, wenn du es hast. Der, danke. Der kann es nicht. Oder ich kann es nicht bauen. Oh. Was ist denn jetzt? Ich habe ein komplettes Inventar in die Schmiedewerkbank gepackt. War zum Glück nicht so viel. Ah, brauche ich doch gestärkte Halbart, ja.
So, es ist jetzt voll repariert. Das sollte halten. Wollen wir dann? Warte mal. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo mein Track der Mitternacht auf einmal hin ist. Ich hatte den noch gerade. Du hast doch dein Inventar geleert, oder? Ja, so. Nee, aber das ist ja nicht im Schmiededings. Hast du einen Trank der Mitternacht? Nein, ich habe da nichts in der Hand genommen. Ich habe doch hier gerade zwei gemacht. Wo sind die denn auf einmal hin? Sind die auf einmal wieder schlecht geworden? Oh, jetzt brauche ich Gelbblutespulver. Ist ja krass, wenn die Tränke so schnell weg sind. Wo ist denn die hergestellt? Ich glaube, Mahlstein. Ja. Geht schnell. Also, relativ schnell. Dann hole ich mir erstmal meinen kleinen Kumpel. Shuttle. Wo ist Utrid? Da. Der kriegt noch mal ein bisschen mehr Schleimsuppe. Und ich ziehe mir ein anderes Oberteil, glaube ich, an. Aha, es fehlt Öl. Yeah, das passt voll gut zusammen. Sieht voll kacke aus. Ich habe mir jetzt hier die zimerischen, das zimerische Oberteil und akilonisches Unterteil. Das sieht ein bisschen kacke aus. Sieht aus, als ob du da, ob da was fehlt, ja. So, habe ich genügend Pfeile. Ich habe 100 Rasiermesserpfeile, 100 Schlangenpfeile und 50 Heilpfeile. Meinst du, das reicht oder sollte ich noch mehr mitnehmen? Ja. Reicht. Reicht, okay. Noch. So, der erste Trank der Mitternacht ist fertig. Schnapp ihn dir und trink ihn bitte schon mal. Bevor der schlecht wird. So komme schön. Nach. Okay. Ich brauche nur ein bisschen Knochenmehl. Ein Vorteil hat, man muss nicht weit laufen, ne? Man muss einfach trinken. Ja. Ach Mist, sie sind ja keine Untoten. Oh, Entschuldigung. So. Jo, dann hoffen wir mal, dass wir den kurzen Weg finden und nicht den langen. Bei uns ein Glück, den langen. Ah. Ja, wir sind wieder da. Hallo. Und wir heute nur, was dick ist. Okay. Also rechts nach Wildschwein, ja? Ich glaube, letztes Mal sind wir auch bei den Wildschweinen langgelaufen, ja. Ach, hier ist ja noch ein... Oh, hier gibt's Typen! Hier gibt's Menschen! Wo ist der hin? Geh doch mal weg da! Also, was ist links? Sind Hyänen, rechts sind Wildschweine. Letztes Mal sind wir bei den Wildschweinen langgegangen. Ja, dann links. Okay.
Pass auf, letztes Mal war schon der kurze Weg. Ich glaube, wir hatten so einen mittleren Weg. Zumindest hatte das uns jemand geschrieben. Ist da was Großes? Nee, ist ein Typ. Typ. So. Oh, Fettraupen. Oh, oh. Hm? Was denn, oh, oh? Ich habe gerade festgestellt, dass mein Futter alle ist. Du hast nichts zu essen? Ich habe noch Schleimsuppe im schlimmsten Fall. Ich kann ja... Also die Gegner bringen auch immer Essen. Ja, in die gucke ich jetzt einfach ein bisschen rein. Ah, warte. Na gut, jetzt nicht. Wir schlachten uns jetzt hinter euch. Also ich habe genug Essen dabei. Ich kann dir was geben. Oh, das wäre nett. Ich geb dir meine gegrillten Steaks. Und für dich Fettraupen. Danke, ich weiß, wie sehr du Fettraupen liebst. Ich habe noch 29 gegrillte Keulen, also wenn das nicht reicht. Okay. Ach ja, und noch irgend so heiliges Fleisch. Ah. Ich nehme mir einfach noch das Essen von den Menschen mit. Ja, sollte. Oh, guck mal, eine Babyhyäne. Ich finde, die lassen wir am Leben. Ja. Den lassen wir nicht am Leben. Oh, der hat eine Kerze. Eisen, Stahlverstärkung. Eisen. So. Die Leine. Wo ist die Leiche hin? Da war noch eine Leiche. Ja, die liegt vor mir, aber nein, ist mit mir drin. So. Ist mit dir drin? Nein. Nein, jetzt habe ich das Scheißtier. So. Da war noch was zu essen drin. Ah. In dem Sack. Waren das nicht zwei Menschen? Ja, der eine liegt hier. Okay. Hä? Nee, von da sind wir gekommen. Hier geht's weiter. Ah, super. Gut, dass du aufpasst. Einer muss ja aufpassen. Schnauze da unten. Wölfe sind auch noch Kleintiere, ne? Ja. Gut. Hey, die wollen nicht zu mir. Hey! Attacke! Jo. Mach einen kurzen Prozess. Musste gerade was trinken.
Ohne Kerze. Ah, super, wir sind schon bei der ersten Prüfung. Waren ja nur 5 oder so, ne? Ja. 4 oder 5 waren das, glaube ich. Guck mal da, Megapanther. Muschi, muschi! Voll daneben. Oh, 3 Totenköpfe. Unsere Jungs machen das. Soll ich ihn häuten? Ja, ich kann's auch. Ja, mach mal. Du hast ja die bessere Häutgerät. Genau, da müssen wir lang, ne? Da beim Köpfchen. Ja, Köpfchen, okay. Ich glaube. Keine Ahnung. Ja doch, sieht richtig aus. Sieht alles gleich aus hier. Ja. Ah, ist der Anfang. Okay. Zurück und dann rechts, links, meine ich. Ich glaube, von rechts sind wir gekommen. Ah, ja. Du sagst rechts? Nee, von rechts sind wir gekommen, links. Aber wenn der Leichen. Okay, wir haben zur Wahl Bären und Menschen. Nee. Oh, da ist auch noch was. Ja. Okay, also Bären. Wollen wir die Bären. Brauchen doch großes Fell. Ja. Oh, das ist ein großer Bär. Hey. Gucken wir mal, was der gibt. Nichts. Der gibt Bärenfell. Komm, ich weiß nicht, ob das normal ist oder dickes ist. Ich würde fast sagen normales, aber keine Ahnung. Nimm mit. Den Mensch hast du erschossen? Ja. 2 Pfeile, mehr hat's nicht gebraucht. Füll noch mal Wasser auf, falls du, ne? Also. Brauchst du noch eine Glaskugel? Nee, ne? Ah, das sind ja Pfeile. Wollte schon sagen, habe ich jetzt Bären als Freund? Achso, meinst du Glaskugel oder Gaskugel? Glas. Nix Gas. Gaskugel hätte ich nämlich genommen. Gaskugel hätte ich auch mitgenommen, aber. Okay. Nö. Das hätten wir auch alleine hingekriegt. Na dann. Das waren nun 3 Totenkopfbär. Ups, hab noch Giftpfeile drauf. Das ist natürlich. Das brauchen wir nicht. Hey! Nur weil ich dich vergiftet habe, greifst du mich jetzt an? Du bist ja aggro, Alter. Kleine Pussy, du Bärenpussy. Da ist noch eine Bärenpussy. Attacke! So, Utrecht, mach das mal, ne? Yeah.
Deine Treue ist aufgestiegen. Das ist schön. Utrid, wo ist deine Bebernburg? Oh, wir sind in einer Höhle. Warte. Ich hab kurz geguckt gehabt. Hier gibt's Leuchtschleim. Oh ja. Leuchtschleim. Ganz schön viel Leuchtschleim. Hier sind Fledermäuse. Hier waren wir letztes Mal nicht. Nein, da ist ein Bärenjunges. Bärenjunges? Ja. Zwei! Wir haben ja zwei Sklaven. Wir haben zwei Sklaven. Ich will Babybären mitnehmen. Ich auch. Ich will Babybären. Kuschelbären. Dann müssen wir erstmal die Eltern töten. Nein, ich will mir. Ich weiß nämlich nicht, wie schwer das zum Babybär. Hey, ist das nicht so schwer? Autsch! Babybär. Mama lebt noch. Ach, Babybären. Ich hab ein Babybären. Wo ist der zweite? Wo ist der zweite Babybär? War doch noch ein zweites Bärenjunges. Ja, ich da. Ich seh ihn. Hier. So, Utrid? Nein. Nimm Babybär. Oh, Babybär. Meiner wird Captain Baloo. Meiner heißt Bruno. Oh, jetzt freut mich, dass wir hier den Weg gegangen sind. Jetzt haben wir Bären. Aber haben wir nicht letztes Mal schon den Weg mit dem Bären genommen? Nee, ich meine, letztes Mal sind wir die Menschen lang gelaufen. Weil wir die Menschen looten wollten, weil du so hier Zeug haben wolltest, hier Opfergaben. Ja, darauf stehe ich. Ach so, du bist doch gar nicht hier. Wo bist du denn? Ja, Utrid und ich kämpfen uns hier den Weg durch. Wir sind noch Bären und Tote und... Ich dachte, wir looten erstmal. Keine Ahnung, dass du gleich da weiter rennst. So, ich habe euch gewartet. Oh, da ist auch schon die nächste Prüfung. Guck einmal an. Dann kann ich ja Wasser auftanken. Das mache ich auch nochmal. Jo. Ah, der Gorilla. Alter! Bom, 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 bom. Ich muss ihn in den Hintern schießen. Mitten ins Schwarze. Na komm. Pupsloch. Mein Fall hängt in seinem Pupsloch. Da kannst du auseinandernehmen. Der hat ja jetzt dicke Haut. So. Dann, ich würde sagen, geradezu, weil links geht's bestimmt zum Teich zurück. Ja, würde ich auch sagen. Du
Können wir nach links oder nach rechts? Weiß nicht, ich glaube, letztes Mal sind wir nach links. Wollen wir wieder nach links? Links sind Gorillas und rechts? So, links sind Gorillas. Dann sind wir letztes Mal links gegangen, meine ich. Rechts sind Panther. Also wir brauchen eine dicke Haut. Panther sind nervig. Die lassen einen immer so viel bluten. Erstmal kommen Menschen. Ah, der lässt mich auch bluten. Geh weg. Ich habe ihn Angst gemacht und dann ist er gestorben. Hm? Oh, ein Gorilla. Da lebt noch einer. Ach so. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich gerade gefragt, wo ist die zweite Leiche? Aber der war ja schon tot. Der lebt ja noch, meine ich. Auf Vertrauten. Na? Die nächste. Okay. Renn weiter. Wenn du okay. Schon weiter gerannt bist. Ich bin hier hinter dir. Okay, aber einfach. Ey, du Lego, das für Arme. Jetzt hat er keine Arme mehr. So dumm. Ich find's aber auch nett von denen, dass sie so geformtes Holz haben. Ja, auch manchmal die andere isoliertes Leiche? Holz. Ja. Was? So, jetzt kommen irgendwelche Wolfsmenschen oder sowas. Wolfsmenschen? Ja, der hat einen Bären. Ein Mensch, der irgendwie in Fell gekleidet ist. So. Das sind die alle hier. Ach so. Weil die in Eintracht mit den Tieren leben. Und darum tragen sie die Felle. Genau. Da wir eine Katze essen haben, mit denen, trage ich auch Katzenfell. Kuscheln mit ja? denen. Ey. Ach, ihr seid echt eine Herzensangelegenheit. So, was hast du denn so? Oh, mein Schatz. Was für ein Wortspiel. Ja. Oh, hier eine Panther-Trophäe. Wir haben viele das Mauern. Das wird zu schwer. Oh, schwer. Ich bin schon so voll. Ich nehme nur noch mit, was notwendig ist. Ja, noch habe ich Platz. Ich muss ja immer... Ich nicht unbedingt. Ich muss immer Arme wegschmeißen. Ja, ich habe halt hier das ganze Fell und so. Das wiegt. Ach, hier ist auch noch ein Mensch. What? Oh nein, eine Säbelzahnmuschi. Nein, die mag ich nicht. Gut, dass wir nicht da lang gegangen sind, sonst hätten wir ja ganz viele Säbelzahnmuschis gehabt. Nee, die sind scheiße. Sind voll nervig.
Noch schlimmer, schlimmer als Puma. Oh, hier ist irgendwie. Ah, hier ist der zum Rund drauf, von oben drunter schließen. Dann nehme ich dann gleich mal die Giftpfeile. Dann nehme ich auch meinen letzten 41. Was ist er denn? Der hat dazugelernt. Achso. Sorry, der hat nicht dazugelernt. Ey, ich werde hier gerade von irgendeinem runtergeschubst. Nein, nein. Kann man die nicht dahin befehligen? Ja klar, musst du auf E drücken. Ja, habe ich gerade. Los! Er traut sich nicht runterzuspringen, der Vogel. Du machst das super! Gut machst das, nein, nein! Nicht. Aua! So. Würde ich sagen, geht's hier weiter, ne? Jo. Wölfies! Würde sagen, geradeaus, oder? Jo. An mir vorbei. Ich interessiere die gar nicht. Na, Werwölfe. Ah, das sieht doch nach dem richtigen Weg aus. Pass auf, die machen uns auch weh. Ja. Mit ihren Fallen. Das in einem Buch. Ich mag sie nicht. Ich hab die irgendwie härter in Erinnerung. Ja, ich auch. Ich dachte, die reißen uns jetzt echt den Arsch auf. Oh, warte, ich bin überlastet, ich muss was ablegen. Was? Uto, komm mal her. Nein, nein, müsste auch noch einen Slot haben. Das ist gut, dann kriegt der nochmal entweder Eisenbarren oder dickes Fell. Mach mal Eisenbahn, dann kann ich da meine auch reinschmeißen. Nee, der hat keine Ahnung, wie viel Schleimsuppe, weiß ich. Ja, dann nehme ich hier Schleimsuppe. Warte. So, jetzt ist ein Slot frei. Danke. Jetzt bin ich wieder bei 87 Belastung. Oh, ich glaube, wir sind schon beim letzten. Ja. Ah, der war fit. Treff ich den? Aua. Aua! Ich hab das Gefühl, ich treffe den gar nicht mit meinen Giftpfeilen. Das Problem habe ich auch. Also ein, zwei haben getroffen, aber irgendwie die meisten nicht.
Ach, ich knüppel jetzt da. Au! Ups. Ey, komm zurück! Der kann doch nicht einfach durch die Barriere abhauen. Leute, lasst den mal. Leute, Leute, Leute! Leute, Leute! So, guck mal, jetzt kommt da der Große wieder. Guck mal. Ja, willst du den auch nicht mal loopen hier? Mach ich gleich. Déjà-vu irgendwie. So, jetzt loot ich hin. So, jetzt habe ich Fleisch der Erinnerung bekommen. Cool. Ich habe dir eins hingeworfen. Is. Ich habe ein neues Rezept erlernt. Oder mehrere. Hast du dein Fleisch gegessen? Ja, ich habe auch ein neues Rezept gelernt, ja. Ah, jetzt haben wir endlich die Laube von Jebal Zak. Eine neue Religion, ja? Ja, der hat... Da haben wir auch Köder. Skorpionenköder, Steinnasenköder, Reptilienköder. Blutreinigen. Hm? Und Kopfschmuck von Jebal Zak. Oh, und dann Symbol von Jebal Zak, Festmahl... Katzenköder, Sandechsenköder, Dämonenköder. Was macht man mit dem Köder? Wahrscheinlich lockt man jemanden an. Aber ich will doch niemanden anlocken. Wir könnten es jetzt. Aber wofür? So. Erstmal ein Bad nehmen? Ach ja. Du hast getreten. Ja. Ich musste erstmal die Waffe wegpacken. Ich leg mich schlafen, bin müde. Oh. Ach so, ist das viel entspannter. Hey! Ich fühle mich beobachtet. Und ja, so ein bisschen, ne? Könnt ihr euch hier auch hinlegen? Genervt. Ach, das hast du dich ja wieder angezogen. Wo gerade mal ranzoomen. Warst du nur zu langsam? Was denn? Was grummelst du da hinten? Wir nehmen hier gerade ein Bad. Ja. Aber wirklich, also wie die zwei da stehen, das ist schon so ein bisschen Stalker-mäßig, oder? Auf jeden Fall. Oh, was machen wir nächstes Mal? Oh. Ja, wir können natürlich noch Machtfragmente holen. Machtfragmente klingt gut. Machen wir Machtfragmente. Okay. Ich will noch ein paar Glitzer und Tote haben. Ich möchte vor allem wissen, was das für ein geiler Knüppel ist, den wir noch kriegen. Ja, den Knüppel will ich auch haben. Also ich weiß nicht, was das für ein Knüppel ist, aber... Ich glaube auch nicht, dass das in dem Spiel möglich ist, aber ich fände irgendwie einen Riesenpenis lustig. Riesenpenis? Ja, einen Riesenpenis. Stell dir mal vor, du gehst da mit so einem Riesendildo, der so wackelt irgendwie, so... Ja, das habe ich weißt schon du, wie mal... Dieser, weißt du, wie, so wie dieser Riesenpenis bei Idiocracy, der da auf dem Auto montiert ist, bei der Rehabilitation.
Oh, mir fällt gerade nicht das Spiel ein, aber ich musste schon Leute mit einem Riesensilo kaputt schlagen. Es gab hier so ein Fun-GTA. Es hieß nicht Fun-GTA, ich weiß gerade nicht, wie das hieß, aber das war absolut nicht ernst zu nehmen. Aber du hast halt so eine freie Stadt gehabt und musstest halt Scheiße immer bauen. Und da gab es eine Mission, dass du irgendwie mit einem Dildo oder so da Leute kaputt haust. Ja. Wie den Megafucker 5000 dann, ne? So ungefähr, aber ich weiß gerade nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ist schon ein bisschen älter. Ja, ich würde dann sagen, dann mit den Gedanken lassen wir euch erstmal für euch alleine. Und lacht darüber, was wir hier rätseln, was das für ein toller Knüppel ist, den wir noch lernen können, vor allem wenn ihr es schon wisst. Genau. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann Ach lasst. ja. Ja? Eine Sache noch. Also, wir versuchen natürlich weiterhin irgendwie möglichst unsere üblichen Termine einzuhalten. Momentan ist es ab und zu abends ein bisschen schwieriger aufgrund einer kleinen Persönlichkeit in unserem Haushalt, dass wir es da manchmal einfach nicht schaffen, eine Aufnahme zu machen. Also, sollten wir mal eine Aufnahme auslassen, wundert euch nicht, dann haben wir es schlicht und ergreifend nicht geschafft. Wir versuchen es aber trotzdem weiter beizubehalten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Dachte ich mir noch mal gut zu sagen. Okay. Ja. Dann reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.